Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Es geht um eine weitere Stufe der Restauration meines 2465B. Es geht um den berühmten Dallas Chip, NV RAM Chip. In diesem Chip werden alle Kalibrierdaten gespeichert und der hat eine kleine Batterie innerhalb, die etwa eine Lebensdauer von 10 Jahren hat. Mein Gerät ist deutlich älter als diese 10 Jahre und man riskiert natürlich von jedem Tag auf den anderen, dass man alle Daten verliert. Deshalb, um eine Langzeitstabilität zu gewährleisten, habe ich mich entschieden, diesen NVRAM, den Dallas, zu ersetzen mit einem neuen, mit einer frischen Batterie. Gleichzeitig möchte ich den alten auslöten, der ist jetzt auf dem Board eingelötet, mit einem Sockel verbinden, Sockel einlöten, damit man den auch ordentlich ersetzen kann, ohne dass er immer wieder ausgelötet werden muss. Ich hoffe zwar nicht, dass ich das nochmals machen muss. Das zum heutigen Teil der Restauration des nachfolgenden Updates. Ich werde jetzt das Gerät auseinandernehmen, das Board ausbauen, das A5-Board ausbauen und den bisherigen Dallas auslöten und mit einem Sockel versehen. Das Gerät ist nun geöffnet. Man sieht dieses A5-Board und hier diesen Dallas NVRAM, den ich gerne ersetzen möchte. Zu diesem Zweck baue ich nun das Board aus und schauen wir mal die nächsten Schritte. Vielleicht ein kleiner Tipp, wie man am besten diese Stecker entfernt. Die sind extrem, also wenigstens bei mir, sehr, sehr fest verankert und man sollte doch vorsichtig sein, damit man da nichts kaputt macht. Ich nehme in der Regel eine Flachzange und versuche das auf einer Seite ein bisschen anzuheben, dann auf der anderen Seite ein bisschen anzuheben und so, dass man diese Stecker möglichst parallel aus der Verankerung zieht. Eine Verbindung ist besonders heikel, das ist diese Flexverbindung und die kann man schlecht mit einer Flachzange anheben. Ich habe mir beim letzten Zahnarztbesuch einige nicht mehr benötigte so Folterinstrumente der Zahnhygienikerin besorgt und mit diesen kann man jetzt sehr gut hier unten einklinken und heben, also so wie mit einem Hebewerkzeug, und jetzt kann man die sehr schön anheben und dann auch entfernen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man zwischendurch mal zum Zahnarzt geht, dann kann man dies sicher bekommen. Die Teile werden nach einer bestimmten Zeit ausgewechselt und werden nicht mehr gebraucht. Das vielleicht noch ein kleiner Tipp für dieses spezielle Flexkabel mit Flexstecker. Wenn die Kabelverbindungen hier alle gelöst sind, haben wir eigentlich nur 4 Schrauben, die wir ausschrauben müssen, und dann haben wir das Board bereits ausgebaut. Das ist eine relativ einfache Sache, dieses Board. Das ist auch das Einfachste eigentlich zum Ausbauen. Das Board ist nun ausgebaut und jetzt geht es darum, dieses NAV Dallas RAM IC auszulöten. Das sind alle diese Positionen hier, die mal ausgelötet werden müssen, damit man dann einen Sockel setzen kann. Das sollte doch sehr sorgfältig geschehen, damit man da keine Leiterbahn fortreißt. Ich habe einen Entlöter, einen Sauger und werde mal alle diese Punkte absaugen. Vielleicht ein Wort zu der Bezeichnung. Hier sieht man, ich hoffe man sieht das hier, ja, dass das ein DS1225Y und dann steht da 150 plus, und das Teil, das hier eingebaut ist, das hat auch 1225Y, aber 200. Und diese Zahl hinten, die bezeichnet die Geschwindigkeit. Also 150 ist schneller als 200, aber das spielt eigentlich keine große Rolle, aber sicher ist, dieses Ersatzteil, das ich nun habe, ist ein bisschen schneller als das bereits verbaute.
Aber Tektronix sagt, dass diese Geschwindigkeit, diese Lasergeschwindigkeit keine Rolle spielt. Die erste Reihe habe ich nun ausgelötet, respektive wenigstens noch nicht ausgelötet, aber hier diese erste Reihe habe ich den Lötsitz entfernt. Vielleicht ein kleiner Tipp, damit dieser Lötsinn besser entfernt werden kann. Ich brauche ein bisschen Flux und streiche oder mache eine Vorbehandlung, indem ich hier Flux auf diese Pins verteile. Das werde ich auch hier jetzt auf der zweiten Reihe machen und dann geht das Entlöten oder das Entfernen des Lötzins von den Pins deutlich einfacher. So, jetzt habe ich alle Pins oder alle Pins von Lötzinn befreit. Ich versuche dann auch noch jedes einzelne ein bisschen mit einer Pinzette zu bewegen, damit ja sicher alle locker sind und nicht, dass man dann noch einen Pin abreißt, wenn man den IC herausnimmt. Man weiß ja nie, vielleicht brauche ich ja den wieder. Also wenn der neue irgendwie nicht funktionieren sollte, kann ich dann, wenn ich ihn nicht beschädige, immerhin den alten wieder einsetzen. Jetzt werden wir den IC entfernen und den Sockel einsetzen. So, der Dallas ist nun entfernt. Hier. Und zwar so, dass noch alle Pins sauber sind, keines abgebrochen. Das ist eigentlich noch sehr wichtig, damit wir da nicht Probleme bekommen, sollten wir den wieder benötigen. Dann sieht man auch sehr schön durch die offenen Pinlöcher. Also die sind alle schön, mit einer Ausnahme sehe ich gerade. Die sind eigentlich alle sauber. Es gibt hier eines, das werde ich noch reinigen hier. Und dann werden wir den Sockel einsetzen. Jetzt haben wir den Sockel montiert. Ein bisschen vorsichtig sein, dass man keine Füßchen verdreht. Und jetzt geht es ums Einlöten. Jetzt werde ich alle diese Pins feinsäuberlich einlöten. Dann das NV-RAM wieder einsetzen und schauen, ob alles funktioniert. Wenn alles sauber eingelötet ist, vielleicht noch ein bisschen reinigen. Ich brauche dazu eine Zahnbürste. Und dann kann man das noch schön reinigen, damit da keine Überreste vom Flux verbleiben. Und so haben wir dann einen schönen Sockel eingelötet. Und jetzt werden wir auf der anderen Seite das neue NV-RAM einsetzen. Ist ja auch nicht sehr kompliziert. Einfach hier dieses neue RAM eingesetzt, auf den Sockel gesteckt. Es ist ein bisschen hoch. Ich habe auch zuerst hatte ich Bedenken, dass das noch in das Gehäuse geht, aber es geht. Somit ist die Übung beendet und ich setze jetzt das Gerät wieder zusammen. Vielleicht noch ein letzter Tipp, wenn Sie alles wieder zusammengeschraubt haben, es sind übrigens 5 Schrauben, nicht 4, wie ich anfangs gesagt habe, prüfen Sie doch, ob alle Stecker wirklich sehr eng hinuntergedrückt sind. Diese Stecker sind doch zum Teil sehr, sehr eng und haben doch einen gewissen Widerstand. Also wirklich, bevor ihr das Gehäuse wieder zusammenschraubt, alles überprüfen. So, und jetzt kommt der große Moment. Alles wieder zusammengestellt und jetzt wollen wir schauen, ob das funktioniert und das Gerät überhaupt wieder startet. Es war doch immerhin eine Operation am offenen Herzen und ich habe mal den Signalgenerator auf 3 MHz eingestellt, 1 Volt pp und jetzt schalten wir rein und schauen, was da passiert. Also immerhin, der Ventilator hört sich schon an, einige kleine Lämpchen bewegen sich auch. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob irgendwas kommt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Jawohl, sehr gut. Jetzt noch die Intensity hier. Jawohl, haben wir auch. Also immerhin. Boah, uff. Es ist doch immerhin so, dass das Gerät wieder startet. Das scheint, dass alles wieder richtig zusammengestellt ist. Signal okay. Auch die Parameter. Mal schauen, wie das ist mit hier Volts. Schauen, ob ich auch 1 Volt habe. Das wäre dann eben die kalibrierten Parameter. Ja, 997 mV. Perfekt. Also das scheint auch zu stimmen. Die Positionen stimmen. Die Helligkeit ist
ich habe den Eindruck, besser, aber das ist subjektiv. Aber funktioniert alles, es flickert oder flimmert nichts, funktioniert einwandfrei. Trigger geht auch, jawohl, Trigger funktioniert. Es scheint alles zu funktionieren. Ich bin sehr glücklich, habe jetzt ein neues NVRAM mit einer neuen Batterie und riskiere nicht, dass plötzlich alle Daten verloren gehen. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor beim Ersatz eines NVRAMs Dallas vom 2465B.